Walter Haas von Huawei. Walter, komm bitte nach vorne. Ein Impuls von dir, Walter. Das muss ich eigentlich nicht weiter vorstellen. Du bist schon lange, lange in der Branche unterwegs und hast alle Entwicklungen, Evolutionen mitgemacht. Ich bin sehr gespannt auf deinen Bericht. Mein Thema heute, wohin entwickelt sich die Mobilfunktechnologie? Und mit drei wesentlichen Aspekten, also Green Networks, Valentina hat es ja schon angerissen, Energieeffizienz ist ein fundamentales Thema heute, aber auch welche neuen Capabilities, welche neuen Funktionalitäten werden wir sehen und was bedeutet das für neues Business. Auf das hat Valentina schon aufgezeigt, welche Möglichkeiten wir in Zukunft sehen werden. Allerdings muss das auch realisiert werden, wir müssen da wirklich vorankommen und ich denke, da gibt es neue Ansätze, wie man hier das Ganze noch schieben kann und wie Ökosysteme hier noch besser sich entwickeln können. Das Thema geht um 5G Advanced. Sie kennen alle noch die Geschichte von 4G, von LTE, da gab es dann auch LTE Advanced und nochmal einen Evolutionsschritt danach. Ähnlich sehen wir das natürlich auch hier bei 5G. Unsere Brand, wir promoten das seit 2-3 Jahren, wir nennen das 5.5G, also 5,5G. Und das ist aber übergeführt in die LTE, in die 5G Advanced Standardisierung. Damit möchte ich auch beginnen. Wo stehen wir da heute? Die Standardisierung schreitet voran. Die meisten Funktionalitäten sind agreed. Wir erwarten, dass spätestens Mitte nächsten Jahres der Standard gefrozen wird und dann auch in 2024 erste Produkte und erste Ausbauvorhaben realisiert werden können. Ein anderes Thema ist hier, wie entwickelt sich das Ökosystem, denn die Netze alleine können hier keinen vollständigen Beitrag leisten. Also die Chipset-Hersteller, ich glaube Qualcomm und MediaTek, die haben schon 10 Gigabit-fähige Chips dieses Jahr gelauncht. In 2024 erwarten wir erste CPE, also irgendwelche Büchsen, die 5G Advanced dann umsetzen können. Und für 2025 sind dann die ersten Phones, die ersten Smartphones, mit neuen, vielleicht sehr überraschenden Funktionalitäten zu erwarten. Wir selbst haben dieses Jahr unsere Tests komplett abgeschlossen für 5G Advanced und eine komplette Produktserie bereits in diesem Herbst gelauncht. Und es fangen auch schon erste Netzbetreiber an, ihre Netze aufzurüsten. Worum geht es? Wir werden eine Transformation, wir haben viel über Gigahertz, über die Kapazität von 5G gesprochen, aber ich glaube, der Shift ist jetzt hin zu Experience. Experience, was bedeutet das? Dass wir also wirklich ein neues 5G-Erlebnis haben werden. Ganz offen gesagt, wenn Sie heute 5G auf Ihrem Smartphone sehen, der Unterschied zu 4G, wenn es in den üblichen Frequenzbändern, in den LTE-Frequenzbändern läuft, ist nicht so gewaltig. Wenn man natürlich 5G-Möglichkeiten hat im sogenannten C-Band, also mit roundabout 100 MHz Spektrum, die Telefonica ist ja hier sehr, sehr vorreitermäßig unterwegs im Ausbau von C-Band-Technologie, dann ist das natürlich eine andere Experience. Und in diese Richtung geht es, dass man also im Prinzip alle Frequenzen kombinieren kann, von dem Lowband, also 6, 7, 800 MHz, bis hoch zum Millimeterband im hohen Gigahertz-Bereich. Und das Thema Green, Giga Green, ist ein, wie schon gesagt, ein fundamentales Thema. Da werde ich in den nächsten zwei Folien nochmal darauf zukommen. Die Netze werden zunehmend intelligenter gesteuert und das trägt auch zum effizienten Netzbetrieb bei, also auch zur Reduktion von Energiebedarf. So,
Seit einigen Jahren haben wir eine Strategie, die nennen wir More Bits, Less Watts. Das ist auch das, was Valentina gesagt hat, die Datenvolumina steigen Jahr für Jahr horrend an. Auf der anderen Seite muss man gucken, dass man also diese Datenvolumen mit immer effizienteren Technologien transportieren kann. Und hier ein ganz gezielter Ansatz, den wir haben, ist Zero Bit, Zero Watt. Was bedeutet das? Sie sehen auf der rechten Seite ja hier so eine Animation, dass man bei 5G Ressourcen, die aktuell nicht für Services benötigt werden, einfach abschalten kann. Und damit erreicht man also sehr, sehr effiziente oder sehr große Gewinne, bis zu 35% Energieeinsparung allein durch diese Technologien. Da sind sehr, sehr viele kleine Innovationen notwendig. Wir haben also hier beispielsweise von der ersten Generation unserer aktiven Antennen die Abschalt- und Wiederbelebungszeiten vom Sekundenlevel auf dem Millisekundenlevel reduzieren können. Das heißt, der Teilnehmer merkt im Prinzip überhaupt nicht, ob eine Ressource jetzt gerade mal für seinen Service hochgeschaltet wurde. Und es gibt keine Beeinflussung in der Quality of Service. Und, und auf der anderen Seite haben wir es also geschafft, den Energiebedarf im Ruhezustand, das sehen Sie also hier, wir nennen das Superdeep Dormancy, also ein superdeeper Ruhezustand von der vorhergehenden Generation von roundabout 86 Watt auf unter 10, auf nämlich 7 Watt zu reduzieren. Das haben wir also hier auch schon mit Netzbetreibern in Europa im Live-Netz getestet. Und da sehen Sie, welche Möglichkeiten man hat. Lassen Sie mich hier, wir haben ja ein bisschen mehr Zeit, noch einen anderen Aspekt streifen. Die Gegner der 5G-Technologie, die sagen, verteufeln ja, das ist also ein Höllenwerk und diese Frequenzen sind ja sowas von schädlich. Eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Wir können mit 5G bedarfsgerecht Ressourcen aktivieren und wenn dort kein Betrieb ist, dann schalten wir sie ab. Das führt in Summe eigentlich zu einer geringeren Radiobelastung. Bei allen anderen Technologien zuvor, da strahlt das Ding halt in seiner Keule immer, ob Betrieb, ob Services benötigt werden, ob Betrieb aktiv ist oder nicht. Also auch aus diesem Aspekt ist es natürlich ein großer Fortschritt, wenn wir hier in Multi-Antennensystemen hier nur die Ressourcen aktivieren, die tatsächlich für die Services benötigt werden. Das große Gut, auch schon hier angesprochen, sind die Frequenzen. Und wir sehen ja hier Frequenzen aus dem Sub-1 GHz-Bereich, dann die traditionellen Frequenzen, die wir aus 3G gewonnen haben, die für 4G genutzt werden, bis hin zum C-Band. Das C-Band, das ja mit 100 MHz Spektrum, so roundabout pro Netzbetreiber hier die größten Kapazitäten derzeit hat, bis zum Millimeterband. Und wichtig ist natürlich, dass man all diese auch kombinieren kann. Und für das mobile Breitband sehen Sie schon auf der linken Seite, können wir heute eigentlich alle in einer Carrier-Aggregation gleichzeitig zusammen nutzen, was natürlich dann zu extremen Bandbreiten wie 10 Gigabit im Downlink führen kann. Aber man kann das Ganze auch skalieren, je nach Anforderungen. Und da sehen Sie schon, manche Services brauchen also die hohen Bandbreiten, andere können mit auch in niederen Bandbreiten sehr gut zurechtkommen. Das ist also eine große Flexibilität, die 5G auch in der Advanced-Version dann zur Verfügung stellt. Jetzt komme ich ein bisschen zu den neuen Möglichkeiten, die eigentlich Business-Enabler sind. Auch wie Valentina gesagt hat, die Netzbetreiber, insbesondere auch hier in Deutschland, investieren hoch in den Ausbau der 5G-Netze. Es kommen aber auch immer wieder Fragestellungen, wie können wir denn diese Investitionen monetarisieren? Wie können wir genügend Geld zurückverdienen? Und da muss man immer wieder nach neuen Möglichkeiten gucken. Ganz offen gesagt, wir nutzen 5G heute hauptsächlich für Mobile Broadband. Wir haben natürlich Projekte im Industrial-Bereich, im Healthcare-Bereich, aber das sind alles
Leuchtturmprojekte, Pilotprojekte, wir haben noch nicht den richtigen Mainstream hier an dieser Stelle. Und die Frage ist immer, was muss denn passieren? So, wenn wir heute IoT als die Killer-Applikation der Zukunft für unsere Mobilfunknetze sehen, dann wird das schwierig zu schaffen sein, wenn wir die hochentwickelten Ressourcen aus dem Standard 5G-Netz hier nutzen müssen. Ja, so ist das heute. Da gibt es auch schon weltweit paar Milliarden Connectivities, aber das ist halt dann für sehr anspruchsvolle Anwendungen. Aber die Massenanwendungen, die einfachen Anwendungen, die müssen anders geschehen. Und da gibt es eben hier auch einen neuen Ansatz, der nennt sich RedCap, Reduced Capabilities. Das heißt, wir werden dort deutlich geringere Modulkosten haben, weil eben nur ganz spezifische Funktionalitäten realisiert werden müssen auf den Chipsets. Und wir werden den Energiebedarf runterbringen können. Und weil wir uns spezifisch fokussieren auf solche Dinge, werden wir für diese Technologien auch eine bessere Performance im Netz haben. Und all das, glauben wir, ist also ein guter Ansatz, um im Industrial-Bereich, dort, wo man doch eine ordentliche Bandbreite benötigt, hier Dinge voranzubringen. Und auch unterstützen können, dass Chips und 5G-Funktionalität in was auch immer für Endgeräte und Maschinen und sonstige Teile integriert werden kann. Und hier eben zum Gesamterfolg und zum Gesamtbusiness beitragen kann. Und ein weiteres Thema hier ist Passive IoT. Zugegebenermaßen, hier ist noch etliches an Forschungsarbeit notwendig. Aber das ist ein sehr, sehr vielversprechendes Thema. Was bedeutet das? Also wenn wir das, was ich eben skizziert habe, anspruchsvollere Industrieanwendungen, die man mit RedCap machen kann, dann gibt es eine Unmenge und man spricht von Hunderten von Milliarden Verbindungen, die man realisieren könnte mit IoT, wenn es günstig ist, wenn es einfach ist. Das geht von, dass wir ähnlich wie mit RFID-Tags auf jedem Produkt haben, dass wir komplette Lagerhäuser inventarisieren können, dass wir in Shops die Dinge so haben können. Aber dazu brauchen wir extrem günstige Tags. Und da die große Herausforderung ist, wie kann man diese Energie, die die Teile brauchen, denn generieren. Der Ansatz ist, dass man das aus dem, ich sag mal, aus dem Radiospektrum oder aus den Radiofrequenzen, die sowieso herumschwirren, generieren kann. Und hier ist es auch der Ansatz, dass man also anders als bei RFID eine deutlich höhere Abdeckung hat. Also die zehnfache Coverage. Das heißt also, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben irgend so ein Indoor 5G-Teil hier in dieser Halle, dann können Sie im Prinzip alles erreichen, also in einem Radius von 100 Meter, was hier ein solches Tag hat. Und die Kommunikation läuft dann eben auf relativ passive Art und Weise. Und mit diesem Ansatz, der auch stark verfolgt wird in der Standardisierung, verspricht man sich natürlich die Massenanwendung, die wirklich einen Durchbruch erzielen können und hier dann natürlich auch einen gravierenden Beitrag zum Business leisten können. Ganz kurz jetzt noch, Indoor, auch Lampside, das ist unsere Indoor-Lösung, auch Indoor-Lösungen für Campusnetze, für Industrial-Anwendungen werden den Weg Richtung 5G Advanced gehen. Und zum Schluss möchte ich noch ein Thema streifen, das Fixed Wireless Access. Eine kleine Anekdote, als Fred Wissen noch Vorstand von Vodafone Deutschland war und wir die ersten LTE-Stationen in Betrieb genommen haben, da hat er gejubelt und hat gesagt, das Festnetz ist tot. Dann hat ihm seine Techniker gesagt, dass alle Frequenzen, die wir derzeit haben, dazu benötigt werden, das mobile Breitbandnetz, das Wachstum zu befeuern. Und diese Diskussion kommt aber immer wieder hoch. Weltweit sehen wir sehr viel Fixed-Wireless-Ansätze. Wichtig ist aber, dort werden immer große Spektren benötigt. Also wenn wir das als Ergänzungstechnologie auch in Deutschland sehen wollen, was durchaus ein interessanter Ansatz ist,
dann muss man auch bereit sein, Spektren zu leisten, denn die Festnetzfraktionen, jetzt führe ich über zum Festnetz, die ist schon auf einem anderen Level unterwegs. Also wir sind hier beispielsweise mit Fiber to the Room schon unterwegs, das heißt, nicht nur in jedem Gebäude, sondern in jedem Raum eines Gebäudes hat man ein Gigabit. Und wenn Sie da mit Mobilfunk wettbewerbsfähig sein wollen, dann müssen wir natürlich auch hier eine ordentliche, mit ordentlicher Technologie und mit Spektrum hier reingehen. Dann bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die anschließende Diskussion. Lieber Walter Haas, das war ganz schön viel Innovation, um nicht zu sagen Zukunft. Das war unser Wunsch an deine Keynote. Und es war 150% Information auf den Flug.